Was können wir aus Ihrer Sicht von Menschen mit Down-Syndrom lernen? Wir können ganz viele Dinge lernen. Also mittlerweile kenne ich durch unsere Studie, die wir durchgeführt haben und auch durch die Entwicklung von Mathilda, richtig viele Personen mit Trisomie 21. Und ich habe auch sehr viel von ihnen gelernt und auch ganz individuelle Dinge. Aber besonders zwei Dinge fallen mir immer wieder auf. Das erste ist, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Nicht alles, was wir in einem Moment wahrnehmen, verarbeiten wir auch im gleichen Moment. Das ist vielleicht ganz trivial, aber wenn wir unterwegs sind, in der Welt unterwegs sind, sind wir doch ganz vielen Reizen unterworfen, die sich unsere Aufmerksamkeit wünschen, gerade in der heutigen Zeit. Und das ist wichtig, sich auf das zu fokussieren, auf das man sich eben fokussieren möchte, um weiterzukommen, um damit es einem gut geht und damit man sich generell weiterentwickeln kann. Und das Zweite, was wir von Menschen mit Trisomie 21 lernen können, ist tatsächlich, dass Intelligenz nicht angeboren ist. Denn es gibt ein großes Spektrum an Personen mit Trisomie 21 und da sind auch einige dabei, die Schulabschlüsse gemacht haben und sogar Universitätsabschlüsse und die promoviert sind, obwohl man eigentlich immer davon ausging, dass mit einer Trisomie 21 grundsätzlich eine geistige Behinderung einhergeht. Und ja, diese Personen zeigen, nein, das stimmt einfach nicht. Und das heißt auch, wenn der Aufmerksamkeitsumfang ein bisschen anders gestaltet ist bei Personen mit Trisomie 21, heißt das nicht, dass man weniger intelligent ist oder weniger intelligent sein muss.